Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2. Heute, wie ihr seht, neben mir steht der kleine Gotenks. Hier werden wir heute was Neues lernen und wir gehen durch zu Beerus. Und ja, vielleicht machen wir auch noch eine Parallelquest. Mal schauen, wie schnell wir sind. Und zwar, wir haben ja bei ihm hier gelernt, dass die Kamikaze-Attacke. Es gibt aber auch eine super Kamikaze-Attacke. Die Frage ist die gut, ist sie nicht gut? Ich will es auf jeden Fall mal sehen und das gucken wir uns heute an. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht, Leute. Und ob das noch ein coolerer Geist ist oder ist das was anderes? Ich lasse mich mal überraschen. Ich habe auch die Fähigkeit von letztens mitgenommen. Wenn wir uns gleich mal angucken nachher. Aber erstmal, was ist die Hauptfähigkeit? Erschaffe 5 Geister, die auf den Gegner zufliegen. Boah, wenn der Gegner näher kommt oder eine bestimmte Zeitspanne vorüber ist, wenn ein fliegender Geist den Gegner berührt, explodiert er und verursacht Schaden. Das ist eine Ultra-Attacke. Okay. Ich muss doch gerade lesen, Mann. Hast du Nerven? Jetzt ein bisschen Energie hier tanken, während wir ein bisschen schon mal verprügeln. Wie viel Energie braucht es eigentlich? 3, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Alter, wie geil ist das denn? Das könnte mir Spaß machen, denn das kann man einfach so nutzen. Ja, sie berühren die ganze Zeit. Fliegt drauf, fliegt drauf. Oh ja, das ist eine coole Ulti. Denn, ja, man muss damit nicht treffen, ne? Die ist einfach so, hoppla, passiv da, ne? Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also, ich habe vergessen, ja, wir haben hier ja andere Fähigkeiten. Treffen wir den Donut eigentlich? Ja, Donut Power. Aber wir müssen hier wahrscheinlich, natürlich die Ulti benutzen, um ihn zu besiegen. Also, wir uns ein bisschen noch die Energie aufladen. Nochmal die Ulti einsetzt bei 3 und abkommen die Geister. Nice! Nächsten Geister gelernt, wollte ich sagen. Dann haut er mich einfach von hinten, der kleine Saftsack. Was? Ey, Mann, ey, ich wollte gerade ganz cool die Geister einsetzen. Das kann gerade nicht mehr aufstehen. Können wir auch so besiegen? Ne, wir müssen die Geister einsetzen. Schnell, komm. Nein, er bricht uns immer ab. Oh, wie gemein. Ah, das ist fies. Das ist fies. Wir haben auch gar keine Ausdauer mehr, um uns zu verteidigen. Das ist fies und uns abbricht. Also die Cast-Animation scheint ziemlich lange zu sein. Also ist nicht so geil. Jetzt nochmal wegschleudern und dann. Er hat auch gerade einen Geist gemacht. Und jetzt schnell einsetzen, während er fliegt. Sollte auch nicht funktionieren. Ja, perfekt. Er hat uns schon wieder abgebrochen. Was? Was? Hä? Okay, wie soll ich das machen? Dann bitte? Du kleiner Nervensee? Hör mal auf zu nerven, Mann. Du wärst doch schon 3000 Mal tot. Nur weil ich dich mit deiner blöden Ulti besiegen muss. Wenn sie jetzt wieder nicht klappt, richtig Krise, ne? Ja, jetzt haben wir es. Aber das ist... Wir haben schon wieder nicht? Was? Ey, das ist gerade lächerlich. Ich habe auch keine Kapseln hier mehr. Das ist halt echt gerade lächerlich, ne? Hä? Sie waren schon da? Und der bricht uns ab? What the fuck? What the fuck? Alter, okay, die Fähigkeit ist jetzt gar nicht mal so nice. Die hat so eine lange Cast-Animation, dass der Gegner uns das abbrechen kann. Das gefällt mir aber gar nicht, ne? Ich würde sagen, das lassen wir erstmal sogar. Ist jetzt nicht so interessant. Wenn wir jetzt dreimal abgebrochen wurden, dann wird es auch im normalen Kampf überhaupt nicht funktionieren, die Fähigkeit einzusetzen. Vor allem, wir kämpfen normalerweise nicht gegen einen Gegner. Also versuchen wir das nächste gegen Beerus. Jetzt haben wir hier mehr Glück. Ich kann hier leider nicht meine Fähigkeiten einsetzen. Ich kann hier keine coole Fähigkeit einsetzen. Und übrigens, ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, das schwarze Kamehameha. Die Drop-Chance ist halt da, ne? Aber es droppt nicht immer. Es kann sein, dass man die Fähigkeit bekommt. Es kann beim 10. Mal aber auch noch nicht da sein. Also ich werde die Offscreen Fähigkeit farmen zu versuchen. So, oh Gott.
Seht ihr wieder diese Welle? Das erinnert mich gerade ein bisschen an Cooler, ja? Aber, wie viel Keybalken braucht es nicht? Ey, drei wieder, okay. Reicht hier die Zeit? Oh mein Gott! What the fuck? Wie geil ist das denn? Ist es so ähnlich wie die Cooler-Fähigkeit? Au. Nur schon in noch geiler, würde ich sagen. Ja, keine Ausdauer mehr. Ich würde sagen, das ist schon fast noch geiler, ne? Okay. Bist du noch fertig? Mal gucken nochmal, wie lange die Animation ist, wenn ich ihn jetzt wegschleuder. Jetzt einsetzen. Ja, das geht viel schneller. Das geht viel schneller als die Geister. Also, die Geister sind für mich schon mal indirekt gestorben, weil die viel zu lange brauchen. Aber das ist verdammt geil. Ich glaube, das ist sogar schneller eingesetzt als die Fähigkeit von Cooler, oder? Wir müssen das testen. Wir müssen mal beide Bällchen werfen, Leute. Das ist geil. Und Level Up. Sehr schön. Sphäre der Zerstörung. Alter, wie geil. Ich habe auch heute vom System, also vom Spiel, diese Münzen geschenkt bekommen. Diese kleinen Medaillen. Und ich habe jetzt 201 mit dieser Capsule Corporation. Aha, ist ein Event bei der Capsule Corp. Wir haben jetzt alles von ihm gelernt. Und jetzt haben wir zwei krasse Fähigkeiten. Alter. Wenn wir hier weiter pusten mal. Und die werden wir jetzt auch mitnehmen. Also die Kaioken-Kamehameha fliegt nun auch raus. Da. Jetzt haben wir den Supernova Cooler und Sphäre Zerstörung. Ich denke, das ist ziemlich geil. Ich denke, das ist ziemlich geil. Ein Event bei... Vielleicht, weil wir Level 60 geworden sind? Weil wir Level 60 geworden sind, trainieren sie geht da jetzt wieder? Oh, das wäre geil. Das wäre echt... hallo? Das... ich kann mich nicht rein. Aber wie fies. Das wäre echt geil, wenn das... dadurch jetzt möglich wäre. Ne? Sind Level 60 geworden und dann... Ja, das könnte schon Sinn machen, ne? Trainieren wir jetzt weiter bei Vegeta? Das wäre ziemlich geil. Ja! Vegeta! Ich habe auf dich gewartet. Nach deinem Sieg musste ich noch härter trainieren. Er ist jetzt... Ja, er ist jetzt unbedingt Super Saiyan 2, ja. Ja, ja, ja. Leute. Super Vegeta schalten wir hier frei. Super Vegeta. Nice. Er ist in Blau, ne? Mal gucken, ob wir das schaffen, ne? Mal gucken. Aber wir haben zwei geile neue Ultis. Die von Cooler und von Beerus. Und ich will unbedingt die eine Fähigkeit ausprobieren von Toba. Ah, das kann ich... Kann ich das hier machen? Moment mal, kann ich das hier machen? Ist das jetzt ein normaler Kampf? Nee, ich bin in die... Ich bin reingeflogen. Aber Super Saiyan Blue ist jetzt schon ein bisschen gemein von dem, muss man schon sagen, ne? Sphäre der Zerstörung. Treffen wir damit? Alter, das ist geil. Ist das geil. Und jetzt das Ding hier. Das wollte ich einsetzen. Genau, das ist von Trova. Diese Bällchen bleiben hier also stehen, wollte ich sagen. Aua. Okay, jetzt nicht so nice, wie ich dachte. Alter, hörst du mal auf, Mann? Nein! Dann schwimmt er. Wir müssen aufpassen. Ich darf jetzt nicht so viel rumspielen. Ich will aber unbedingt den Super Saiyajin, den Super Vegeta haben. Und jetzt kommt... Nein, es geht doch immer nicht. Dann kriegst du nochmal unsere neue... Oh, er wird da von hinten getroffen. Wir haben ihn zwar nicht direkt getroffen, aber hinter uns, weil die Kugel so riesig war. Das ist nice. Nein, ich bin schon in die Kugel rein. Ah. Oh nein, ich wollte gerade sagen, ich habe keine Heiltränke mit. Ah, oh, was ist ein Fail? Aber ich habe es rumgetestet auch ein bisschen. Machen wir nochmal, easy. Ist kein Problem. Das war jetzt mein Fehler. Ich sollte nicht so viel rumspielen, ne? Er ist immerhin Super Saiyan Blue. Ich sollte nicht so viel rumblödeln, Leute. Ich will einfach immer zu neue Sachen probieren, ne? Nochmal direkt. Ja, komm. Ich habe nur rumgeblödelt, Vegeta. Jetzt bist du völlig. Keine Witze mehr. Keine Späße mehr.
Er kriegt nun alles ab, was wir haben. Und ich bete, dass ich irgendwie es schaffe, schnell das schwarze Kamehameha zu kriegen. Müssen wir aufpassen, ne? Er ist echt nicht schwach. Wenn er seine Kugel einsetzt, müssen wir uns fernhalten. Ah, genau, oder sowas. Er ist auch schnell, ne? Dürfen nicht vergessen, er ist fucking. Blue. Nein, nein. Ah, verkackt. Wir können Energie aufladen für unsere Attacke. Von Beerus. Ah, kriegt das Wippen. Weich da raus, Mann. Nein. Ich will jetzt nämlich die Cooler-Fähigkeit einsetzen. Supernova Cooler. Die ist halt so groß. Auch wenn er am Anfang abgeblockt hat, er konnte nicht die komplette Cooler abblocken. Das sind echt geile Ultis, Leute. Nein, ich will die Kugel. Weicht aus, Mann. Nein, 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 aufpassen. Aber wir müssen aufpassen. Wir dürfen uns nicht hier verscherzen wieder mit ihm. Nein, die Kugel schon wieder. Okay, er fängt am Ende an, mir zu nerven, ne? Jetzt habe ich ihn leider so besiegt, aber ja. Am Ende fängt er an zu nerven, dann müssen wir schnell besiegen. Jetzt haben wir Super Vegeta freigeschalten. Und sind schon wieder gelevelt. Super Vegeta. Ein Heldenanzug. Oh, Super Vegeta. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Super Vegeta und Super Saiyajin 1, 2, 3? Ich habe aber gelesen von euch damals, es gibt auch Super Vegeta 2. Sagt nicht, dass wir gleich auf sind. Ich bin stärker geworden. Wieso hat das nicht gereicht? Ich kann nicht glauben, dass es noch Saiyajins gibt, die mich besiegen können. Eines Tages werde ich dich und Kakarot besiegen. Das ist noch ein Fragezeichen über ihn. Aber erst müssen wir kurz abchecken, Leute. Unbedingt. Diesen Vegeta Saiyajin. Stärkere Ki-Explosion als jede andere Art von Super Saiyajin. Ja, das nehmen wir. Das ist genau das für uns. Nun machen unsere ganzen Ki-Attacken hier mehr Damage. Und genau das wollen wir. Also wir sind nun Super Vegeta. Bin gespannt, wie das aussieht. Und was er jetzt schon wieder will von uns. Kommst genau richtig. Hier, nimm. Du bist die Nummer 1. Okay, wir haben jetzt... Du bist die Nummer 1 bekommen. Das ist so eine Seele. Super Seele. Und was ist die Nummer 1? Da. Automatisch Gesundheits- und Erholung. Kannst du es wagen, meine Pulma... Super Saiyajin Vegeta Super Seele. Erhöht Stärke normaler Angriffe basierend auf der Anzahl der K.O. gegangenen Gefährten. Ah. Super Saiyajin Rose Schwarz Super Seele. Verringert die Zeit zum Durchbrechen der generischen Abwehr. Stellt Ki wieder her. Wir nehmen einfach mal die Seele mit, nur von unserem, nur Rose. Einfach so. Da hätten wir das. Das bringt uns aber nichts. Das müssen, die Kuckuck-Knall muss ich irgendwie noch machen. Wir sind nun fucking Super Vegeta. Wir sind nun fucking Super Vegeta. Das müssen wir unbedingt noch ausprobieren. Das müssen wir ausprobieren. Ah, wo ist der Teleporter hier? Wir müssen jetzt eine Parallelquest machen, um uns das anzusehen. Dass wir in dieser Folge auf jeden Fall noch schaffen. Dass wir uns das ansehen. Ist ein Super Vegeta. Ja, hierhin. Und dann fliegen wir mal schnell rüber. Machen eine kleine... Da liegt was. Machen eine kleine Mini-Parallelquest schnell. Nur um uns anzusehen, was ist der Super Saiyajin. Wie geht's da? Oh Gott, so viele Gegner. Gibt's ja auch einen mit einem Gegner oder so. Was Schnelles. Freezer! Ach, da kommt wo. Ach, töten wir einfach Freezer schnell, ne? Easy. Machen wir einfach Freezer. Einfach so Freezer wegklatschen. Ich will echt den Saiyajin jetzt sehen, ne? Aus Spaß nehmen wir für Freezer natürlich die stärksten Gokus mit. Wir haben sogar Vegito jetzt. Sehe ich es erst noch. The fuck? Letztens hatten wir aber Super Saiyajin Blue Goku mit, oder? Ja, Vegito hatten wir letztens nicht mit. Oh Gott, wie viele Helden haben wir denn?
Alter, da müssen wir uns auch mal unbedingt... Martin, wie geht's da? Leute, da müssen wir uns unbedingt mal durchgucken, ne? In Ruhe. Oh, wie geht's da, Blue? Du kommst mit, komm. Ab geht's. So, wie sieht nun ein Super Saiyajin 2 Vegeta aus? Kann man das Super Saiyajin, ne? Ist das Super Vegeta? Das ist auf jeden Fall geil. Jetzt gibt es mehr Ki. Das wollen wir unbedingt. Lässt uns mal kurz in Ruhe. Ich würde mich gerne mein Ki aufladen. Naja, lässt uns nicht in Ruhe. Ich muss erstmal wegschubsen. Erstmal wegschubsen, den kleinen. Hey. Okay, machen wir das an. Ich will erstmal mein Ki aufladen und uns verwandeln. Ich weiß nicht, wie viele Balken wir brauchen. Ich lade es mal voll auf. Und nun verwandeln wir uns in Super Vegeta 2. Ah, einfach aufgestellte Haare, okay. Es ist schon geil. Und ich würde gerne Vegetas Gesichtsausdruck nun sehen. Wenn er hier gegen zwei, wenn gegen drei Saiyajins kämpfen will. Ah, verkackt. Er schubst mir leider immer weg, da hat er keine Chance, ne? Aber jetzt sehen wir mal. Super, Vegeta sieht einfach aus wie ein Super Saiyajin 2. Ich werde ihm auch mal zeigen, ne? Die Macht eines Gottes der Zerstörung. Er ist gerade abgeblockt. Hat er sie gerade abgeblockt? Respekt. Ja, es ist auf jeden Fall für uns die perfekte Form. Wir laden beim Angreifen Energie auf, was für uns perfekt ist. Und wir machen jetzt mehr Schaden mit diesen Kiesachen. Ich habe gerade meine riesen Feuerball daneben geworfen. Aber das ist schon ziemlich geil, Leute. Das ist echt geil. Ey, da kommt noch einer. Was? Ich spiele hier gerade rum. Drei? Wer ist der im Anzug? Ja, dann verkloppen halt noch mit, ne? Wenn sie schon mal da sind. Verhauen wir sie halt noch mit, ne? Wie stark sei das Kaioken? Kann mir auch mehr, wollte ich sagen, dann. Wieder rumprobieren, Leute. Schon geil, ist schon geil. Ich glaube, Super Saiyan Vegeta ist halt echt die beste Lösung inzwischen, bis wir die potenzielle Erweckung haben. Oder bis wir endlich Blue sind, ne? Der Geist, ich liebe es. Ich liebe den Geist einfach. Naja, aber die Ki lehnt sich schon langsam auf. Aber ist ganz geil. Ist ganz geil, ja. Ich bin ein Fan von solchen Verwandlungen mit Ki. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Boah, haut schon ganz rein. Hier ist noch ein Geistchen und tschüss. Nächster bitte. Der könnte man ja auch mit Geist töten, ne? Oh, hat schon vorher gemacht. Egal. Wir haben jetzt den Super Saiyajin Vegeta gesehen. Und ich finde ihn ziemlich geil. Was haben wir hier? Abzeichen haben wir gewonnen. Okay. Und wir haben den Todeshieb einfach so nebenbei mitgelernt. Ne? Ein bisschen Todeshieb lernen, Leute. Ein bisschen Todeshieb kann man schon lernen. Ja, ich bin echt happy und überrascht über die Folge. Und die Frau schreit mir gerade wieder ins Ohr. Ich liebe es. Kann ich einfach ruhig sein? You've got all kinds of hero figures at your disposal and you can use and combine them in any way you see fit. Die Frau, ne? Die ist so laut. Und ja, was ich am Schluss noch zeigen wollte kurz. Viele haben mir gesagt, ich soll etwas kaufen hier. Ich spare aber hier auf das 300er schwarze Super-Kamehameha. Denn ich will wissen, wie das aussieht. Und rechts oben seht ihr 200 Münzen. Also, wir schaffen das schon. Und ja, Leute. Das wird eine sehr erfolgreiche Folge. Krass. Nächste Folge werden wir wahrscheinlich wieder Parallelquests machen aus dem DLC. Gerne wieder Tipps und Wünsche und Fähigkeiten, Ideen und wer der beste Meister ist in die Kommentare, dass ich ein bisschen was zu lesen habe und mich daran orientieren kann. Lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Werdet Teil der Community. Viel Spaß, haut rein und ciao.